Hallo und willkommen zurück zu Vampire die Maskerade Bloodlines. Und wir sind einmal im Kreis gelaufen und auf der dabei Lacroix zu töten. Achso, hier kommen wir ja nicht rein. Aber wir müssen erstmal hochkommen. Er hätte den Fahrstuhl natürlich auch unten einfach abschalten können. Dann hätte man die Treppen steigen müssen. Da wären wir schon so erschöpft gewesen, hätte er uns einfach umhauen können. Achso, ne, wir wollen ja jetzt hier. Ach hier, Exit. Ne, ach so, das war das. Hä, und was nützt mir das? Ist vielleicht doch irgendwo anders lang? Ach, diese blöden Stühle muss. Hier ist er noch. Ach so. Hier war ich da vorhin auch schon. Ich habe das nur irgendwie verdrängt, vergessen, keine Ahnung. Da komme ich auch nicht durch. Oh. Habe mich schon gewundert. Das? Ach, ein Schlagstock. Mit einem billigen Schlagstock greift er mich an. Das ist alles für 1000 Türen. Mit mich als Sicherheitsbeauftragter völlig verlaufen. Was war das? Oh, Spezialtruppen. Oh, die halten aber viel aus. Ich wette, ich kann nicht von denen trinken. Uah. Geh schon tot. So, und da war irgendwo noch einer. Ach, und der haut gleich mal ab. Ach doch, das geht. Das ist schön. Aber da habe ich schon ein bisschen meinen Blutvorrat angeknabbert. Angeschlagen, aber es macht nichts. Ich habe mich jetzt gewundert, warum das so lange dauert, aber ich hätte ja noch Geschwindigkeit drin. Was haben wir denn hier? Ach, die Kanone. Macht ganz schön Schaden irgendwie. Als wir den Archäologen befreien sollten, haben die ja auch mit den Dingern auf uns geschossen. Liegt denn hier? Wahrscheinlich wieder ein Schlagstock oder so. Oder so etwas. Gibt sonst nichts weiter? Nee, wird man nicht durchkommen, schätze ich mal. Nochmal speichern. Ich finde das Speichern, das unterbricht das Spiel immer so ein bisschen. Ein bisschen. So geht's jetzt hier eigentlich weiter. Ach ja, hier geht's weiter nach oben. Das ist gut. Das ist schon mal gut. Jetzt sind wir hier auf dem Dach, okay. Tja, eure Kugeln sind zu langsam. Oh, jetzt nicht mehr. Es sind sogar zwei noch. Oh Mist. Ich verstehe gar nicht, warum der Prinz nicht auch vampirische Streitkräfte hat. Es scheinen mir alles nur Menschen zu sein, die er da so angehört hat. Warum gibt es keine Vampiren-Söldner, die auch. Wie die hier sind, nur halt mit Vampirfähigkeiten. Dann würde ich wahrscheinlich nie vorbeikommen an denen. Weil die einfach viel zu stark sind. So, was gibt's denn hier? Okay. Wie kommt der da jetzt so hoch? Hä? Was ist denn hier? Baustelle. Achso, und ein neues Level. Okay.
Und mit einmal sind Gegner da. Oh, immer muss man kämpfen. Das ist keine friedliche Lösung. Oh, schöne Aussicht. Da latscht einer. Den sind wir aber ganz gut umgangen. Und hier sind zwei. Ungünstig. Ich meine, ich könnte jetzt gegen die kämpfen, aber da kann es natürlich sein, dass aus den anderen Räumen dann auch welche kommen. Ha? Dreh dich mal um. Ich will dich ganz schnell und leise von hinten killen. Verdammt. Boah, was geht mit dem? Ach so, weil ich noch im Schleichmodus war. So ein Scheiß. Hä? Nein, wo ist? So. To come this far, consider that like a judgment. Hä? In your last few seconds. Wer ist das? Ist das der Prinz? Ich krieg sie, da kann ich, sehen Sie mich, ich krieg sie, denken Sie, ja, na. Naja, aber du hast mich doch so verarscht. Du Arsch. Tick, tick, tick. I'll be in tow, kindred. Help! Toll. Scheiße. Beherrschte Wache. Ha? Vielleicht mit Präsenz? Vielleicht hier lang? Achso, scheiße, hier könnte ich gar nicht lang. Theoretisch könnten sie mich ja sehen. Ich wollte gerade sagen, eventuell können sie auch durch die Mauern schießen, aber scheinbar nicht. Und da will ich doch eigentlich auch mal die Knarre mal probieren. Obwohl ich... Okay. Bringt nicht so viel. Da bin ich eigentlich schon gleich wieder tot. Ja, da bin ich tot. Gut, der Revolver, der war auch ganz gut. Aber da wir halt auf Fernkampf so gut wie nichts gesetzt haben. Wir haben 18 Punkte. Ach Mist. Ich könnte natürlich jetzt mal noch eins auf Stärke setzen. Oder Nahkampf. Und ich, ja. Habe ich noch 9 Punkte. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Das nicht. Das geht nicht mehr. Falschen Sinneswahrnehmung. Jeden falschen Verführung. Das nützt mir alles nichts. Ach doch, hier. Das könnte ich noch nehmen. Widerstand. Geschick. Das geht nicht. Warum mache ich so? Ein bisschen mehr Widerstand ist eigentlich gar nicht so verkehrt, denke ich. Ja. Ich habe ja hier auch nichts, was ich nehmen könnte, um die irgendwie wegzuscheuchen. Und die sind halt auch so aufmerksam, ne? Da schießt er einfach weiter, obwohl ich den angreife. Das ist doch scheiße.
Oh, der hat aber echt viel Blut. Oder ist irgendwas läuft gerade falsch? Ja, das irgendwie funktioniert das gerade nicht. Läuft gerade nicht mehr. Na, jetzt läuft's. Der scheint nicht zu merken, dass er durch die Wand nicht schießen kann. Ja, das kennen wir schon. Ich krieg sie dann gerade. Ja, ja. Muss man noch so eins nehmen. Und dem mache ich ja eigentlich ganz gut Schaden. Ich hoffe, der explodiert nicht, wenn wir ihn besiegen. Das wäre ungünstig. Oh, doch nicht. Aber hier haben wir irgendwas. Astrolyt, okay. Jetzt überlege ich gerade, wofür wir das dann eigentlich gesammelt haben am Anfang. Okay, vielleicht ist er, war er das gar nicht. Nee. Ist ja noch einer. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass der mich jetzt auch noch wieder killt. Ich habe noch nicht gespeichert, ihr könnt mich jetzt nicht töten. Oh, er ist leer. Naja. Gut, jetzt dürften eigentlich hier keine mehr sein. Nochmal kurz speichern und dann würde ich einfach mal nur so aus Interesse halber hier einfach mal alles nachladen. Achso, das scheint schon. Ja, das ist auch. Und wir nehmen wieder das Messer und speichern einfach nochmal. Weil es ja so schön ist und so schnell geht. Und dann, ups, habe ich den falschen Knopf gedrückt. Hier lang? Ach so. Warum aber auch immer der andere mit Sprengstoff rumgelaufen ist. Wo kommt der jetzt her? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich, wie weit ich weg muss. Weil es ja eigentlich schon ziemlich starker Sprengstoff ist. Ich bleib mal hier stehen. Okay, da ist irgendwie schon wieder jemand da gewesen. Hat uns gesucht, aber die Explosion hat ihn halt auch weggepfeffert. Und was hatten die uns jetzt gebracht? Verstehe ich jetzt nicht. Okay. Also, aber da, hier hätte man doch auch ohne den Sprengstoff hochgekonnt. Aber vielleicht war das nur, um den Typen zu killen. Ich habe keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Ein bisschen wie am Anfang der Einführung, wo man so durch das Haus schleichen sollte und den Sabbat auslöschen. Oh. Was steht denn da einfach so einer? Ich habe ja fast das Gefühl, die machen mit ihrem Fernkampf mehr Schaden als ich im Nahkampf. Bin ich ein bisschen doof. Gut, hier ist keiner mehr. Ach ja, ach ja. Ist ja fast schon spannend jetzt. Wieder. Hä?
Bin ich jetzt ernsthaft im Kreis gelaufen? Dann frage ich mich, wieso da Leute waren, die ich noch nicht gekillt hatte. Und überhaupt, wo muss ich denn lang? Da drüben? Ich guck mal rüber. Irgendwo muss es ja lang gehen. Nee, hier nicht. Hier auch nicht. Hier irgendwie? Nee. Hä? Na, hier können wir zwar hoch, aber das nützt uns ja nichts. Und hier geht's wieder nach unten. Ach, da lang. Oder muss ich eventuell zurück zum Fahrstuhl? Wenn ich da denn überhaupt hinkomme. Ich meine, wenn ich jetzt hier zurücklaufe. So, jetzt sind wir wieder hier. Da wird es, glaube ich, nicht lang gehen. Hä, wir haben hier eine Bombe hingelegt, die einfach mal nichts gemacht hat. Ich finde es ja auch seltsam, dass man dann hier so im Kreis läuft eigentlich. Oder gibt es hier noch irgendwie eine andere Tür? Hier raus? Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Okay, doch, ich komme raus. Achso, das ist die Röhre hier. Na, jetzt bin ich doch aber wieder hier. Haben wir denn inzwischen irgendwelche Aufträge? Irgendwas? Nee, das von Pisha haben wir immer noch. Die wartet da unten und denkt sich, oh, dieser Arsch, lässt er mich einfach warten. Das ist ja auch so überhaupt kein kurzer Weg. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, wir haben vielleicht was für den Fahrstuhl gemacht, aber nö. Tja. Ach so, hier, das war das. Ja, und hier komme ich dann hier lang halt. Das sind die Seite. Jetzt kann ich halt hier hoch, aber was nützt mir das? Hier ist doch nix. Das könnten halt auch die Aufzüge sein.
Na, aber. Ach so, es geht weiter nach oben. Okay. Okay. Aber wo es denn hingeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.